Also auf jeden Fall wurden wir schon mal, ich sag mal, beim Kauf um 10 Stunden beschissen. Ich hab ja reden über. Also selbst das hört sich ja scheiße an. Das Ding noch lief, ist ein Wunder. Digga, ich glaube, ich guck nicht richtig. Das kann nicht wahr sein. Das Ding ist komplett im Arsch. Liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Der Invalidenverein ist wieder am Start. Fusi und Schuldi sind am Start. Ja, ich glaube, ihr erinnert euch alle an folgende Szenen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Rasseln zwischendurch hört. Das ist bei den 150ern tatsächlich normal. Das ist die Auslasssteuerung. Das war unsere 150er, die hat etwas komische Geräusche gemacht. Die ein oder anderen. Die ein oder anderen. Wir müssen hier rechts. Oh, scheiße, okay. Jo. 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 Ja, das ein oder andere rasselnde Geräusch, was dem einen oder anderen auch in den Kommentaren aufgefallen ist. Wir dachten, das wäre ganz normal, weil wir das Motorrad gekauft haben mit ungefähr 10 Betriebsstunden und es da von dem vorherigen, von dem Vorbesitzer hieß, dass das ganz normal wäre. Dem sind wir aber nicht mehr der Meinung, weil wir uns ein paar andere 150er mal angehört haben, die deutlich anders klingen. Dementsprechend haben wir das ganze Projekt jetzt ein halbes Jahr lang einfach in der Garage stehen lassen. Und jetzt wollen wir dem Problem mal auf den Grund gehen, woran es denn liegt. Haben die 150er dabei? Haben die 150er eingeladen, sind jetzt gerade auf dem Weg zu BVZ, zu dem KTM-Händler. Wir haben uns einmal auf schnelle Welle die Auslasssteuerung angeguckt. Wir haben uns einmal die Kupplung, Kupplungskorb und so angeguckt, weil wir dachten, von da kommt irgendwo das Rasseln. Andere Münder haben schon mal was von Pleuellagerschaden erzählt, so was das Rasseln angeht. Aber wir haben gesagt, Davide BVZ, Davide von Zwitzewitz, fahren wir jetzt hin. Die haben einen Profischrauber, der da irgendwie seit 50 Jahren an den KTM schraubt. Davide meinte, der kennt jedes Geräusch, der hat alles schon gesehen. Der guckt sich das Ding an, dann zerlegen wir die gleich einmal zusammen. Er hört sich das vorher an und dann soll er uns sagen, was es ist. Dann bauen wir es auseinander, finden es heraus und dann können wir schauen, ob es irgendwie zu reparieren geht oder ja, wie wir es reparieren. Und wie der Kostenaufwand dahinter ist, weil eigentlich wollten wir das Ding verkaufen. Problem war, sie hatte keine Leistung, weil sie nicht sauber in Reso gegangen ist. Also nur so einen ganz, ganz kurzen Reso hatte und sie hat halt gerasselt. Wäre natürlich echt krass, wenn die Karre wirklich nach 10 bzw. jetzt die 25 Betriebsstunden echt komplett kaputt ist, also da irgendwas am Motor im Arsch ist. Wäre echt traurig, muss ich sagen. Und was ja auch noch hinzukommt, wir werden die als erstes, habe ich überlegt, lesen wir sie aus. Oh ja, weil was sie an Stunden hat. Wer weiß, ob sie wirklich diese angegebenen 10 Betriebsstunden beim Kauf hatte. Ja. So, weil das ist ja auch noch ein Faktor. Vielleicht hat die auch einfach, wenn man bei den EXCs, keine Ahnung, das kannst du ja nie wissen, vielleicht hat die auch schon 200 runter. Ja. Und das Pleuellager ist im Arsch. So, dann wollen wir mal Davide nerven. Ihr habt den im SX Dortmund Video war er auch drin, ne? Ja. Moin. So, dann wollen wir doch mal schauen. David ist auch am Start. Moin. Du bist motiviert, dir den Quatsch anzugucken, oder? Ich bin motiviert, ich will das hören jetzt. Das wäre lustig, wäre jetzt, wenn es jetzt nicht rasseln würde. Ja. Das wäre jetzt richtig Kino. Ich kenne bei zwei Taktern eigentlich nur dieses, alles klingt super toll, du machst Wang und dann beim Runtertouren so. Nee, das ist schon davor. Wir haben dir auch noch was für dein privates Portfolio mitgebracht. Ein HW-Kalender. Junge, danke schön. Gerne. Der hängt in die Werkstatt, ohne Scheiß. Ans Bett sollte es hängen. Da ist das Schmuckstück, ungetankt, unbefüllt, rasselnd wie die Hölle. Wir haben unseren Profischrauber gerade eben schon Hallo gesagt, der ist vorbereitet. Eigentlich wollten wir, wenn wir das machen können, die Karre einmal vorher auslesen, um zu gucken, ob sie wirklich diese angegebenen Betriebsstunden hat. Das können wir machen, ja. Weil das wäre geil, weil wir nämlich uns auch unschlüssig sind. Wir haben die ja mit 10 Betriebsstunden gekauft. Also laut dem Verkäufer, vielleicht hat sie auch 100 schon. Das könnte ja auch alles sein. So, also laut Tacho, sie lief aber bei uns auch ein paar Stunden ohne Tacho. Ungefähr 5. Ja, sie müsste jetzt so 22,4 und lief bei uns circa 5 Stunden ohne Tacho. Sie müsste so 30 jetzt also in die Richtung haben. Also 100 Stunden darf sie nicht drauf haben. Nee, also 30 wäre Maximum. Es ist ja immer ein Unterschied, was auf dem Tacho steht und was das Steuergerät. Das Steuergerät speichert den tatsächlichen Stand ab, dass sie gelaufen ist. Und das ist der Stand, der uns jetzt interessiert, weil wir sie damals halt auch mit sau wenig Stunden gekauft haben. Ja, mit 10. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Lass ein Like da. Lass einen Kommentar da. Und ein Abonnement. Denn die Spannung steigt ins Unermessliche. Oh, gibt es ein Update? Soll ich mal ein Update machen? Ja, vielleicht läuft die dann besser. Wenn wir uns da die Messwerte anzeigen, kommen wir auf 2448 Minuten, was ungefähr 40,8 Stunden entspricht. Also auf dem Tacho stehen 22. Wir sind in Frankreich ohne Tacho gefahren. Ja, aber das waren. Das waren maximal 10. Nee, weniger. Wir sind eine Woche da ein bisschen Motorrad gefahren. Okay, also. Also auf jeden Fall wurden wir schon mal, ich sag mal, beim Kauf um 10 Stunden beschissen. Auf jeden Fall 10 Stunden beschissen. Also 40 Stunden hat sie jetzt wirklich effektiv auf dem Steuergerät und das misst wirklich jede Minute mit. Okay, und perfekt. Und jetzt schieben wir die Karre gleich raus und hören uns schon den Motor an. Ja, willst du mal hören? Ja. Ach, den Schub brauchen wir nicht, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Lass einmal Spritpumpe ein bisschen hier vorgehen. So.
Wie bitte? Ich habe ja reden über. Ja, deswegen. Das ist nicht so gesund. Schießt dir denn gleich was in den Kopf, was das sein könnte? Einmal reingucken. Wie kann sowas Außersteuerung sein oder Kupplungskorb oder sowas? Das ist ganz schwer zu. Das wird sich auch so hell an, ne? Klingt auch so hell, nicht so tief. Nee. Und das macht sie halt schon länger. Ja, das dachte ich auch, aber ich habe alles nochmal nachgezogen. Also selbst das hört sich ja scheiße an. Man kann ja auch nicht identifizieren, von wo das kommt. Nee. Ja, also wolltet ihr das mal hier behalten? Ja, ich denke mal, das ist besser, weil das hört sich ja schon nach was Größerem an. Ja, das war nämlich unser Gedanke, ob halt vielleicht die Außersteuerung oder so, dass da irgendwas hängt. Ja, wahrscheinlich! Weil die halt auch so einen komischen, also die, ich sag mal, die hat ganz wenig Drehmoment. Irgendwie, dass vielleicht die Auslassschieber irgendwie ausgehakt sind, die offen stehen. Das war so unsere Vermutung. Also wir lassen dieses wunderschöne Kfz jetzt hier stehen. Mike schaut sich das Ganze an. Du wirst ein bisschen was filmen. Genau. Dann seht ihr jetzt gleich ein paar Aufnahmen von David. Meine Vlog-Skills. Ja. Geil. Von daher dranbleiben. David findet jetzt heraus, was damit ist. Henrik, erzähl mal gerade, was du für ein Foto von David bekommen hast. Ich glaube, ihr habt es gerade selber gesehen. Bisschen viel bitte machen. Wir können es ja. Das Ding noch lief, ist ein Wunder. Jetzt können wir mal Szenen einfügen, wie wir damit gefahren sind. Mit rasselndem Motor. Gleich gerasselt. Bedeutet, der Motor war in dem Zustand, als wir damit nach Frankreich gefahren sind, als Jendrik damit Enduro fahren war in Spanien, die ganze Zeit sah der Motor so aus. Es kann nicht funktionieren, dass ein Motorrad mit einem halben Kolben so fährt. Plan machen, wie wir das Ding reparieren. Danke. Wir sehen uns gleich. Ich bin gerade, Digga. Hey, da seid ihr wieder. Hast du gute Nachrichten? Du hast die Fehler habt ihr gefunden, oder? Wir haben den Fehler gefunden. Da fehlt einfach nur was. Also das Ding ist aber trotzdem ein Wunder, dass das überhaupt. Ich hab gerade. Mahlzeit! Ich hab gehört, dass du gute Nachrichten für mich. Was für Tipplose, ne? Digga, ich glaube, ich guck nicht richtig. Das kann nicht wahr sein. Das kann. Wie? Also wir können das ja mal hier ein bisschen. So. Digga, nein! Da fehlt ja die Hälfte. Ach du. Das glaube ich nicht. Das kann ich. Also mir ist es auch schleierhaft, wie das noch geht. Vor allem hier geht ja richtig so ein kleiner Riss noch rüber, dass das überhaupt noch irgendwie gehalten hat. Der hat ja auch einmal gekippt. Das sieht man hier. Da. Alter. Also hier sieht man so eine. Ei. Ah, warte. Nee, sie kriegst nicht scharf. Doch so. Da sieht man's. Boah, der ist ja mal richtig. Dass der nicht mal schön hier in die Außersteuerung eingehakt ist und dann ja, richtig Schaden gemacht hat. Das war jetzt gerade der Gedanke nämlich. Ja. Ja, guck dir das mal an. Ich meine, dass man spürt es auch so ein bisschen hier. Aber das Ding hat gehalten quasi. Wir sind damit echt 20 Stunden. Das Ding hat 10 Stunden Supermoto nur Vollgas bekommen. Ich verstehe es technisch nicht, wie ein Kolben so noch genug Kompression aufbauen kann, um dann noch zu laufen. Ja, aber die sind ja, die Stücken von den Kolben sind ja wahrscheinlich unten reingefallen. Ja, oder rausgeschossen. Ja, oder
was ich auch schon überlegt habe, wir haben die Karre gekauft und da hat sie ja schon gerasselt. Ey, wir haben jetzt eine ganz beschissene Verhandlung. Ne? Also jetzt mal no joke. Dass der das gesehen hat, zusammengebaut. Dass der das gesehen hat, hat die Teile rausgesammelt, also der Vorbesitzer. Ne? Ja. Wir haben die gekauft, da lief sie, also da hat sie schon gerasselt. Und meine Vermutung ist, das wäre jetzt richtig assi, ne? Stell dir mal vor, der hat das gesehen, der hat einen Klemmer, der hat die Teile rausgesammelt und einfach nur einen Zylinder wieder raufgesteckt und fertig. Man müsste jetzt eigentlich Öl ablassen und gucken, ob es unten sozusagen dann alles... Ja, also Mike meinte schon, er würde empfehlen, dass man das einmal zerlegt, weil das kann ja überall hinfliegen. Ja, du musst sowieso, glaube ich... Aber hier sind nirgendwo Späne. Ja, die habt ihr schon alle weggearbeitet über die Zeit, das ist alles... Aber, also... Habt ihr mal Ölwechsel gemacht? Nee. Durch einen Auslass habe ich, bevor wir nach Frankreich gefahren sind, so vom Krümmer, wenn man Krümmer abnimmt, kann man ja so ein bisschen reingucken. Da habe ich reingeguckt und da sah der halt auch eigentlich gut aus. Also, der sieht ja... hier auch gar nicht so schlimm aus. Also dafür, wie die andere Seite aussieht, ist das vielleicht noch... Sieht top aus, ja, wie neu. Okay, also wenn sich die ganzen Stücken nicht durch den Motor gezogen haben und durch die ganzen Lager da unten, Pleuellager, Kuppelwellenlager, dann wäre es ja rein theoretisch jetzt nur Top-End neu. Das wäre theoretisch, aber trotzdem ja Motor einmal auseinanderbauen. Komplett spalten. Also spalten, komplett sauber machen. Aber das kriegt ihr hin. Also ja, das denke ich. Wenn ich das hinkriege, dann kriegen wir das auch hin. Auch. Macht mich gerade ein bisschen traurig, ein bisschen sauer, ein bisschen enttäuscht. Kann man das so grob zusammen? Alles so ein bisschen zusammen, ja. Die Frage ist jetzt einfach, wollt ihr es selber machen oder nicht? Und ich denke, es einmal auseinanderbauen, gucken, schön wieder nett zusammenbauen, neuen Kolben rein. Den beschichten lassen, kostet auch nicht die Welt. Und dann läuft das. Aber nett zusammenbauen auch, ne? Nett. Aber nett zusammenbauen. Nett, bisschen genau. Mit Liebe. Bisschen mit Liebe auch. Ja. Also ich würde jetzt sagen, wir bauen, glaube ich, selber auseinander und zusammen. Wir stellen jetzt einen Kolben, schicken den Zylinder weg, alles Block einmal aufmachen, spalten, reingucken, zusammenbauen. Yay. Yay. Wir haben ja nicht genug Winterprojekte gehabt diesen Winter. So, deswegen machen wir einfach noch eins. Ja, geil. Ich würde sagen, wir laden die Bude wieder ein. Aber ein erfolgreicher Tag. Scheiße, ey. Ja, schön. Macht Kamera aus, bitte. Wir freuen uns, was wird. Was wird? Vielen Dank dir, schönen Feierabend, ne? Schöner Motor. Vielen Dank für diese tolle Diagnose. Bitte, war nicht so schwierig. Ja, vielen Dank auch an BVZ fürs Schrauben, fürs Gucken, was Phase ist. Hier. Wir bestellen jetzt Teile und deswegen geiles Projekt jetzt. Ja, wir freuen uns da richtig drauf. Wir freuen uns richtig. Ey, das ist Motivation, das Ding jetzt richtig Sahne zu machen. Ja, aber ich wollte es ja verkaufen eigentlich. So, okay. Ja, egal. Gut. Das Ding wird jetzt richtig geil und liebe Leute, bis zum nächsten Video. Pschuh.